Ich bin, wie Sie wissen, vor etlichen Wochen das zweite Mal einer Stimmbandoperation, einer Kehlkopfoperation unterzogen worden. Diese Operation war insofern erforderlich und notwendig, weil im hinteren Kehlkopfbereich bzw. bei den Stellknorpeln des Kehlkopfes eine Beeinträchtigung sich abgezeichnet hat. Ich möchte an dieser Stelle, weil es aus meiner Sicht ein Gebot der Transparenz ist, weil es aus meiner Sicht auch viele Gerüchte um dieses Thema gibt, klar und deutlich sagen, es ist kein Krebs, es ist nicht lebensbedrohlich. Ich habe schon Gerüchte gehört, ich wurde einer lebensbedrohlichen Operation unterzogen. Das ist die Unwahrheit, das stimmt nicht. Es ist natürlich eine schwierige Situation für einen Politiker, wenn er darum kämpft, seine Stimme mit Sprachtraining und mit anderen Maßnahmen wieder zu erlangen. Das, was ich immer an und für sich wünschen würde, ist der objektive Umgang mit dieser Thematik, der faire Umgang mit dieser Thematik. Ich mache diesen Schritt auch deshalb, weil es doch veritable Gerüchte gibt, dass ich Krebs habe, dass ich möglicherweise nach den Landtagswahlen mein Amt niederlege. Das ist nicht richtig. Richtig ist, dass das natürlich, und das ist ja auch hörbar, eine Beeinträchtigung ist. Richtig ist, dass durch die letzte Operation, es war eine Operation, durch die Mundhöhle mit einer Öffnung von außen der Luftröhre, durch diese Operation, weil eben diese Beeinträchtigung an einer sehr, sehr schwierigen Stelle des Kehlkopfes gelegen ist, nicht zu 100% Abhilfe geschaffen wurde. Daher habe ich mich entschlossen, mit dem Ärzteteam im ersten Halbjahr nächsten Jahres eine dritte Operation vorzunehmen, möglicherweise in einer anderen Art und Weise. Und ich bin zuversichtlich, dann mittelfristig dieses Problem in den Griff zu bekommen.